Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Golden Sun. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben in Colosso selber an einem wunderbaren Kampf und beziehungsweise am Schauplatz erstmal. Und wir müssen jetzt irgendwie entscheiden, was wir machen wollen oder so. Holy shit, sind das viele Leute. Also, wir fangen mal ganz hinten an. Dies ist Runde 4 des ersten Finalkampfs. Möchtest du gerne einen Überblick über diesen Abschnitt haben? Nein. In dieser Runde sind die Baumstämme der Schlüssel zum Sieg. Möchtest du, dass dich hier einer deiner Freunde anfeuert? Nein. Nicht nötig. Wenn du weißt, wer dir zujubeln soll, sag mir Bescheid. Okay, was ist hier? Dies ist Runde 3 des ersten Finalkampfs. Möchtest du gerne einen Überblick über diesen Abschnitt haben? Ja. Dies hier nennt man die kaputte Brücke. Okay. Nur mit genauem Timing, ups, mein Handy ist noch auf Vibration, kannst du die Brücke überqueren und so zum nächsten Abschnitt gelangen. Okay. Das heißt, wir sollen nicht runterfallen. Wenn du nicht das richtige Timing hast, fällst du runter. Das kann dir sehr viel Zeit kosten. Dies ist Runde 3 des ersten Finalkampfs. Möchtest du, dass dich einer deiner Freunde hier anfeuert? Ja, wir können das mal machen. Ach so. Anfeuern bedeutet auch, dass wir irgendwie Fähigkeiten oder so nutzen können. Joa, keine Ahnung, sagen wir einfach mal, Mia wird mich hier anfeuern. So, Mia, vielen Dank, feuer mich hier mal an. Ich hoffe, das hilft irgendwie. Heilige Feder lässt nach. Dies Runde 2 des ersten Finalkampfs. Möchtest du gerne einen Überblick über diesen Abschnitt haben? Okay, aha, also ein Rätsel. Diese Arena nennt man Röhrenrätsel. Also muss ich das füllen, damit die Wasserröhre sich bewegt und eine Plattform hochmacht und dann kann man rüberspringen. Sehr, sehr einfach. Okay, mit Hilfe dieser Vorrichtung muss man einen Weg zur nächsten Arena finden. Okay, hier können wir auch jemanden haben, der mich anfeuert. Ivan. Gut, perfekt. Dann nur noch das erste. Okay. Aha, das ist einfach nur ein Schieberätsel. Die Krieger müssen Übergänge errichten, um weiterzukommen. Gut, das bedeutet einfach nur schieben. Und dann rüberspringen. Das wird gar kein Ding sein. Die Krieger dürfen nur die Items, die sie hier finden, benutzen. Ansonsten steht ihnen nur ihre Kraft und Ausdauer zur Verfügung, um die nächste Runde zu erreichen. Okay, ich brauche keinen meiner Freunde hier. Dann werden wir uns dafür entscheiden, dass einer meiner Freunde ganz hinten ist. Und wir schauen uns nochmal an, was ganz hinten ist, weil da habe ich vorhin nicht Ja gedrückt. So. Diese Ebene ist unter dem Namen Holzfällertanz bekannt. Das Hindernis in dieser Runde ist der große Wassertank. Okay, also müssen wir einfach nur auf die andere Seite. Wenn du in einem Durchgang hinüberkommst, ist der Rest kein Problem. Ja, dann einfach genau das hier machen und dann ist man fertig. Aber wenn du auch die Schatztruhe erreichen willst, musst du vorausplanen. Dies Runde 4. Ja. Okay. Garrett soll mich hier vorne anfeuern. Und dann fangen wir direkt bei Runde 1 auch an. Falls das hier schon möglich ist. Da haben wir nämlich alle unsere Freunde platziert. Okay. Also gut, gib dein Bestes. Wow. Kann ich hier anfangen? Juli, hast du dich gut umgesehen? Ja, dann lass uns zurückgehen. Gut, okay, Kämpfer, trefft eure Vorbereitung. Das Finale beginnt in Kürze. Gut, du, der du gekommen bist, um mich zu fragen, bist du Juli? Ich schloss meine Augen, um meinen Geist auf den Kampf zu konzentrieren. Mein Name ist Satrage, ich bin der vierte in der Reihe der Kämpfer. Ich bin Morgan, ich bin der stärkste aller Krieger. Ich werde das Finale gewinnen. Vergiss das bloß nicht. Ich bin Buford, der siebente auf der Liste. Jeder, der die Vorausscheidung bestanden hat, ist ein starker Krieger. Die Kämpfe sind sehr ausgewogen. Jeder könnte heute gewinnen. Ich bin Avampa von Gondovan, der sechsstrangige Krieger. Du bist der Krieger, den Barbie erwähnt hat, der, von dem alle sprechen. Ich hörte Gerüchte, du seist ein großer, kräftiger Mann. Das wird wohl ein Gerücht bleiben, schätze ich. Bist du bereit fürs Finale? Noch nicht. Wir fangen bald an, als sollst du dich vorbereiten. Wow, erschreck mich nicht. Ich bin total nervös, was? Ich bin Galahad, der vorläufig drittplatzierte Kämpfer. Ich kann nicht mehr warten. Wann fangen wir an? Decke muss das Finale gewinnen. Decker. Er wird dir nicht antworten, egal wie sehr du es versuchst. Er versucht sich mental auf den Kampf vorzubereiten. Das Finale lässt sich nicht so leicht gewinnen. Okay, also haben die alle ihre Plätze und ich habe meinen ganz außen. Ich werde zwar nur als Zweitbester gehandelt, aber ich werde schon zeigen, dass die Leute damit falsch liegen. Mein Name ist Azad. Ich sage nicht, dass du derjenige bist, den Barbie dazu auserwählt hat, am Finale teilzunehmen. Ich werde nicht gegen jemanden verlieren, der nicht mal an den Vorausscheidungen teilgenommen hat. Okay.
Dann werden wir jetzt erstmal bereit sein fürs Finale. Hey, es kann losgehen. Wir haben die Warterei ohnehin schon satt. Können wir jetzt endlich anfangen? Gut, dann alle bitte auf die Plätze oder so. Ich stimme zu. Lass das Finale endlich beginnen. Ja, ich werde es euch zeigen. Wir sind hier, um das Finale zu gewinnen. Hey, was ist los? Fangt endlich an. Stellt euch in den Reihenfolge der Ränge auf und wartet auf das Signal. Okay, dann stellen sich alle jetzt erstmal auf. 7 verschiedene Farben. Nun denn, auserwählte Krieger, lasst das Finale beginnen. Oder erwählte Krieger. So, und ebenfalls ich. Okay, perfekt. Schummelpause. Okay. Hä? Was kann ich jetzt machen? Ich kann hier gar nichts machen. Wie, du fragst, wann es endlich losgeht? Geduld, gleich geht's los. Ach so, wir hätten hier... Hätten wir die Fähigkeit ge... Aha. Okay, das bringt mir halt nicht wirklich viel. Also ich kann jetzt nicht wirklich irgendwie mit Telekinese, Erstarrung oder sonst was machen. Schade, Marmelade. Wir setzen das trotzdem einfach mal ein und reden da mit dem. Wie, du fragst, wann es endlich losgeht? Geduld, gleich geht's los. So, und Mia hat jetzt auch nicht irgendwie einen Regentropfen oder so, um hier jetzt was zu machen. Das heißt, die wird einfach nur auch normal anfeuern. Ich krieg das schon ohne die Hilfe hin. So, das erste Spiel. Okay. Einfach nur schieben. Holy shit, wir treten ja gegen jemand anders auch noch an. Und der scheint schon relativ weit zu sein. Hops. So, wir wollen auf jeden Fall die Truhe mitnehmen. Eine Nuss erhalten, sehr, sehr schön. Okay, dann einmal das hier zur Seite. Da füllt sich der ganze Becken. Oder das ganze Becken. Let's go, okay. Sehr schön. So, hier oben gibt es nochmal einen Weg für eine weitere Truhe. Nehmen wir gerne mit. Öltropfen, aha. Oha, der andere Dude ist schon relativ weit. Ich weiß jetzt nicht, wofür das hier ist. Nee, tatsächlich für nichts. Oh doch, wir können dann, aha. Wir können dann hier komplett lang. So, dann hoffen wir mal, dass wir die Truhe noch bekommen, ohne dass der irgendwie am Ziel ist. Uff, okay, der ist schon am Ziel angekommen. Okay, wir haben auch Cumulus erhalten. Perfekt, Azad erscheint. Okay, guter Herr Azad, wir werden erstmal Kiesel einsetzen. Bam! Uff, wir nehmen schon relativ viel Schaden, muss ich sagen. So, gegnerische Schnelligkeit ein bisschen senken. Uff. Uff, können wir uns mit Items... Ja, wir dürfen uns mit Items heilen, aber nur mit denen, die wir hier gefunden haben. Okay, dann möchte ich noch einmal auf mein Glück schwören. Und hoffen, dass ich... Okay. Dass er jetzt keinen übertrieben starken Angriff irgendwie macht. Der hat jetzt eine Nuss eingesetzt und wirklich 200 HP geheilt. Das ist wirklich nicht wenig. Und es hat tatsächlich ausgereicht. Sehr, sehr schön. Dann erstmal die Nuss. So, dann schützt er sich. Dann wollen wir den Öltropfen einsetzen. Ich frage mich, wie viel Schaden. 85, okay. Ach, komm schon, das kann doch nicht sein. So, Erdbarriere. Und danach können wir erstmal Gericht rufen. Das wird denn erstmal eine Lehre sein. Ich meine, schaut euch das an. Das kann einfach nicht turnierlegal sein oder friendly. Turnierfriendly, wie auch immer. Ich zerstöre einfach die halbe Welt damit. Und reiße natürlich auch noch mit. 321 Schaden. Uff, okay. Gut, wir können auch eine Nuss einsetzen. Der sollte bald auch keine mehr haben. So, Knospe verbindet sich. Wir können Ragnarök. Bam! Das sollte den eigentlich finishen. Nee, noch nicht. Okay. Kiesel. Go, Kiesel. Du bist mein Liebling. Bam. Perfekt, wir haben es geschafft. Puh. Das war gar nicht so einfach. Aha, du hast also deine erste Runde überstanden.
Direkt im Finale einzusteigen und gleich eine Runde zu gewinnen, ist erstaunlich. So etwas muss von einem Krieger, der von Barbie persönlich erwähnt worden ist, erwarten können. Jetzt können wir uns die nächsten Schauplätze ansehen. Okay, das bedeutet, diesmal achten wir aber wirklich darauf, wen wir auch wo platzieren, um ein bisschen rumzucheaten und alles. Das ist der Austragungsort des zweiten Finalkampfes. Wie ich bereits sagte, hat jede Runde ihren eigenen Platzwart. Bitte fragt den jeweiligen Platzwart nach einer genauen Beschreibung. Okay. Dann sehen wir uns auf alle Fälle erstmal um. Also. So, wir wollen einen Überblick über den Abschnitt haben. Und das ist ein Mini-Labyrinth, wo wir tatsächlich einfach nach links durchjumpen könnten. Wenn wir Garrett hier platzieren. So, Garrett hat nämlich was zum Verschieben. Dankeschön, Garrett. So. Dann können wir uns das hier anschauen. Okay. Ich weiß ja nicht, welche Person man platzieren kann, um diese Dinger hier zu verändern. Aber es wird schon irgendwie klappen. Erstmal möchten wir niemanden, der mich anheuert auf dieser Ebene. Vielleicht gibt es auch niemanden, der das hier machen kann. So, erstmal ein Überblick. Hier vorne können wir Frost einsetzen. Das ist schon mal sehr schön. Dann können wir einfach eine krasse Abkürzung nehmen. So. Okay, anfeuern soll mich auf alle Fälle Ivan hier an dieser Stelle. Danke, Ivan. Und hier vorne noch jemand. So, ich denke, Mia wird hier mich anfeuern müssen. Auch wenn sie jetzt nicht wirklich Wachstum oder so hat. Ah, das sollte eh ausreichen. Oha. Man kann auch wirklich komplett runterrutschen. So, was ich aber trotzdem machen möchte, ist mir einen Überblick über das Gebiet verschaffen gleich mit Mia, damit wir wissen, welchen wir davon runterrutschen müssen. Das wäre nämlich ein bisschen kacke, wenn wir einfach komplett runterfallen und nichts passiert dadurch. Gut, ich habe mich komplett umgesehen. Bedeutet, dass wir auch direkt den nächsten Kampf starten können. Schummelpause, yes! Okay, also, wir jumpen von hier auf den. Okay, wir können nur eine Sache machen. Dann würde ich vorschlagen, wir frieren auch das hier ein. So. Okay, und die kann jetzt nicht großartig was machen, leider. Das ist nicht schlimm. So. Das sollte ausreichen. Okay, das zweite Spiel. Puh, okay. Jetzt wird es ein bisschen bremslich. Wow, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Egal. Nicht weiter schlimm. Okay. Zwei Sprünge noch. Eins, zwei. So, perfekt. Die erste Nuss. So, dann können wir mit denen hier komplett durchrollen. Sehr schön. Okay, hier oben gibt es nichts. Das bedeutet, wir haben Phoenix? Holy shit. Okay, was ich aber erstmal machen möchte, ist alle meine Dinger auf Standby setzen. Außer Kiese. Kiese könnten wir sogar verbünden, weil wir haben eh vier Stück. Ja, da bringt mir das nichts. Ich kann hiermit nichts anfangen. Wo soll ich denn als nächstes hin? Ach so, Moment, das war die Kletterphase. Tut mir leid, Leute, ich war komplett am Pennen. Dann schieben wir das Ding nochmal zurück. Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. Das war die Kletterphase. Ich hab's komplett verpennt. Okay, der eine Dude ist auch komplett am Durchklettern. So, bitte, bitte. Ach, Rauchbombe. Okay, das ist gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Okay, wir können den mittleren nehmen. So. Was ist das denn jetzt noch für ein Rätsel? Verschieben? Nochmal nehmen? Das habe ich jetzt nicht gesehen gehabt, dass das hier auch noch gibt. Wie kommen wir jetzt? Kacke. Kacke, kacke, kacke. Das sieht gar nicht so gut aus. Der andere ist schon komplett da. Uff.
Nicht schön, aber nicht schlimm. Baumwollhemd, sehr schön. Okay, wir wollen den Koloss einfach nur gewinnen. Bedeutet, wir können direkt mit Gericht anfangen. In der Zwischenzeit können sich nämlich unsere Djinns wieder komplett regenerieren. 400 Schaden einfach. Und wir sind ausgewichen. Sehr, sehr schön. Kiesel! Okay. Der macht tatsächlich gar nicht so wenig Damage. So, wir wollen aber mit Ragnarök auf alle Fälle fortfahren. 47. Okay, der schützt sich. Der schützt sich. Das ist perfekt. Dann können wir nochmal Ragnarök reinballern. Go! 99. Okay, wir haben aber eine Nuss gefunden. Bedeutet, die können wir auch nehmen. Yes! Das ist das Schöne. Die Gegner haben jetzt nicht irgendwelche sonderbaren Fähigkeiten oder so. So, wir können angreifen und KP noch stehlen. Dadurch healen wir uns sogar. Aber 3 KP war das nur? War tatsächlich echt wenig. Okay. Es ist dir gelungen, beide Runden zu gewinnen. Du bist unglaublich, Juli. Wenn du in die nächste Runde gewinnst, bist du der Champion. Eine fantastische Vorstellung, genau wie es Barbie erwartet hat. Ich werde dich nie wieder unterschätzen. Gehen wir zu den nächsten Schauplätzen. Perfekt, dann werden wir uns da nochmal umschauen. Und dann tatsächlich auch ans Ende laufen. Nicht, dass wir irgendwie noch einen Schauplatz vergessen. So, also. Letzte und dritte Runde. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass es so weit kommen würde. Ich bleibe hier, also sag mir, wenn du dich umgesehen hast. Alles klar, werden wir machen. So, wir möchten natürlich einen Überblick haben. Ich denke, da können wir Eis drauf machen. Bedeutet, Mia ist sowieso die Einzige, die irgendwie nur diese eine Eisfähigkeit hat. Ja. Also Mia hat hier auf jeden Fall Frost. Dankeschön, Mia. So, dann müssen wir hier einmal schauen, was hier los ist. Okay, wir könnten einmal hier mit Garrett einmal nach rechts den Stein schieben. Dann müssen wir nicht oben lang. Okay. So, und zwar Garrett. Wir können auch komplett ohne Schummeln durchkommen. Aber ich will diesmal vor dem anderen da sein. Ich weiß nicht, ob das was bringt oder ob wir vielleicht Prio beim Angriff oder so bekommen. Das wäre tatsächlich relativ cool. So, uff. Okay. Sonst müssen wir das komplett nochmal von neu. Ich weiß nicht, was wir an so einem Hebel machen können. Ob wir tatsächlich irgendwie den einfrieren können oder sonst was. So, dann verschaffen wir uns hier. Okay. Hier werden wir nochmal. Ach so. Ja, wir müssen nur hochklettern. Okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, hier könnten wir vielleicht nochmal irgendwen haben, der Pflanzenfähigkeit hat. Aber hier sollte mich keiner anfeuern. Okay, und dann gibt es noch einen letzten Abschnitt. Nein, 2 Abschnitte noch. Holy shit. Ja, erstmal nochmal ein Überblick. Mobiler Krabbengang. Das Förderband bewegt sich in entgegengesetzte Richtung zum Ziel. Das heißt, wir müssen einfach nur laufen. Okay. Das heißt, einfach nur geradeaus. Wir könnten vielleicht diese Time-Fähigkeit von Ivan nutzen. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Wir könnten es gleich probieren, wenn ich weiß, ob wir hier vielleicht Ivan einsetzen können. Okay. Hier sieht es eher weniger so aus. Okay, dann werden wir beim zweiten, also hier vorne, vorletzten, die Zeitfähigkeit einmal einsetzen. So, anfeuern und Ivan. Dankeschön. Gut, dann bin ich mit meinen Vorbereitungen fertig. Wir können jetzt erstmal ein paar Djinns verbinden. So, okay, und haben wir. Wir haben als Item tatsächlich noch eine Nuss. Das ist sehr, sehr gut tatsächlich. Okay, Leute, dann würde ich trotzdem erstmal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst doch bitte eine Bewertung da und haut rein und bis demnächst. Ciao!